Der sechste Kontinent der Erde, das Antarktika, wurde 1820 von den russischen Seefahrern Fabian Gottlieb von Bellingshausen und Michael Lazarev entdeckt. Die Vorstellung eines unbekannten Kontinents auf der Südhalbkugel geht auf die Antike zurück. Der unentdeckte Kontinent wurde Terra Australis, südliche Erde, genannt. Die Menschen glaubten, dass ein solcher Kontinent notwendig sei, um das Gleichgewicht zwischen der Nord- und der Südhalbkugel aufrechtzuerhalten. 1773 überquerte der englische Reisende James Cook den südlichen Polarkreis, konnte aber wegen des dicken Eises nicht weiter segeln. 1820 erreichten die russischen Seefahrer Ufer des Antarktikas. Die Expedition reiste rund um den Kontinent. Ein Wissenschaftler untersuchte die Eisstruktur und wie das Wasser unter verschiedenen Bedingungen gefriert. Und es gab auch einen Maler auf dem Schiff, der alles, was er während der Expedition sah, auf Papier festhielt.